Toni, wir sind bei euch im Cube 3 und freuen uns, ihr seid unsere Kooperationspartner, einerseits hier für Athletiktraining, andererseits auch in der Physiotherapie, Astogiano und Mai in der Innenstadt. Erzähl uns ein bisschen was zur Kooperation, wie ihr uns unterstützt und was man bei euch alles machen kann. Ja, hi Andreas, danke, dass wir das Interview zusammenführen können. Ja, grundsätzlich ist es so, dass wir im Cube hier versuchen, Athletik und Gesundheit zu verbinden. Die Jazz, eure Athletiktrainerin, macht es ja hier mit euren Athleten und versucht sie hier athletisch zu betreuen und im Krafttraining weiterzubringen. Wir können hier parallel im Cube selber therapeutisch noch unterstützen. Wir haben eine Therapeutin angestellt, die sich auch um die Sportler kümmert. Nicht nur um die HSG-Sportler natürlich, sondern auch um unsere eigenen Kunden, die hier im CrossFit-Training sind. Und dazu kommt noch, dass wir in der Stadt die Möglichkeit haben, in meiner anderen Praxis, Astorgano und Mai, dort noch versorgt zu werden. Da sind wir groß aufgestellt mit einem großen Team und versuchen somit der HSG die Möglichkeit zu bieten, die Sportler gesund und fit zu halten, damit sie auch ihre Leistungen bringen können, weil das ist ihr Job. Und entstanden ist diese ganze Geschichte über den André und mich. Der André und ich kennen uns schon eine Zeit. Schon bevor ich und er hat bei der HSG damals angefangen zu spielen, seitdem kenne ich ihn auch. Und er hat mich einfach irgendwann mal angesprochen, ob ich nicht das Interesse hätte, das HSG-Team mit meiner Praxis zu betreuen, physiotherapeutisch. Und da habe ich sofort zugesagt. Das war für mich auch ein Freundschaftsdienst bis zu einem gewissen Punkt, weil ich gesagt habe, klar, ich habe da Lust drauf. Es ist auch für mich eine Bereicherung. Ne? Ich arbeite mit Leistungssportlern zusammen, das ist für meine Angestellten toll, sie entwickeln sich gut damit. Und so haben wir die Möglichkeit, auch für unsere Praxis einen Mehrwert zu haben. Ja, das ist auch ganz klar, genauso wie dem Cube. Das Cube ist von uns generiert worden, weil wir selber leidenschaftliche Crossfitter sind, die Inhaber, und wollten hier quasi eine Heimat bieten für Leute, die gerne diesen Sport machen. Und im Zuge dessen der Kooperation mit Astorgano und Mai habe ich dann irgendwann mal zum André und zum Otto Ebling gesagt, hey kommt, lass doch das Athletiktraining auch bei uns machen, das ist doch toll, ihr habt hier alles, wir sind eine groß eingerichtete Gym und hier kann man wirklich auch große Leistungen und Leistungsfähigkeiten trainieren. Du hast es schon angesprochen, die Jungs waren jetzt heute da von 7.45 Uhr bis 10 Uhr, haben richtig geschuftet für ihren Alltag. Erzähl so ein bisschen, die haben optimale Bedingungen, einen großen Raum mit allen möglichen Geräten. Was kann man bei euch alles machen? Wie seid ihr ausgestattet? Naja, wir haben hauptsächlich, der Hauptbestandteil unseres Trainings ist ohne Geräte. Die einzigen Geräte, die wir besitzen, sind Ergometer, wie Assaultbikes, Rudergeräte, Skiergo und ein Laufband. Alles andere ist eher freies Training. Das heißt, wir haben Langhanteltraining, Kurzhanteltraining, Kettlebelltraining, eigenes Körpergewicht. Wir haben große Rack-Anlagen, Klimmzuganlagen, in denen man viele Dinge turnerischer Elemente auch machen kann. Wir haben Seile zum Klettern, wir haben Ringe, in denen man wirklich auch körperintensive und sensormotorisch anspruchsvolle Übungen machen kann. Und wir können hier sogar dadurch, dass wir eine schöne Länge haben in der Halle, können wir auch kurze Sprinteinheiten machen. Wir haben Kraftschlitten da, die man auf dem Hof draußen auch ziehen und schieben kann für die Schnellkraft, für die Sprintkraft auch. Und somit kann man eigentlich nichts nicht trainieren. Man kann hier durch das Material, was da ist, trotzdem, dass es keine Gerätschaften sind, eigentlich den kompletten Körper super trainieren und gut auf die Anforderungen des Handballs auch präparieren. Handball ist ein sehr harter Sport, ein sehr körperlich betonter Sport. Wenn da die Stabilität im Rumpf nicht stimmt, und die kann man hier halt super trainieren durch Langhanteltraining, durch Kurzhanteltraining, das ist die beste Vorbereitung, die man haben kann. Schnellkraft braucht man, man braucht Explosivkraft, man braucht aber auch Sprungkraft. Ja. Auch das kann man hier super trainieren. Ja. Bei den Voraussetzungen, wir freuen uns alle auf die neue Saison. Wie heiß bist du drauf und ja, was erreichen die Jungs? Naja, heiß ist man immer, wenn man mitfiebert im Leistungssport, das ist ganz klar. Die Stimmung in der Schänzlerhölle braucht man nicht zu erklären. Wenn man da mal war, weiß man es. Ja. Ja. Andererseits bin ich eigentlich schon eher, ich bin aus der medizinischen Abteilung, für mich ist immer wichtig zu sehen, dass sich keiner beim Spiel verletzt. Dann bin ich auch glücklich und zufrieden. Und wenn sich dann doch einer verletzen sollte, bin ich froh, dass wir ihn hier wirklich auch wieder fit kriegen. Und das können wir hier. Wir haben hier die Möglichkeiten dafür, wir haben die Therapeuten, wir haben die ausgebildeten Fachkräfte dafür. Und wenn die Jungs das auch annehmen und das auch nutzen, dann funktioniert auch die Rehabilitation hervorragend.
Und ich finde, sie machen das gut, sie kommen gerne, sie bestätigen das auch immer wieder, wenn sie hier sind und sagen, wow, ihr habt eine tolle Einrichtung, hier kann man so toll trainieren, es macht richtig Spaß, wir sind im Team. Das ist ja das, was ein Handballtraining ausmacht, dass sie auch im Team trainieren können, nicht nur in der Halle, sondern vielleicht auch beim Krafttraining. In dem Fitnessstudio ist es vielleicht ein bisschen anders. Hier hat man einen Raum für sich, man hat alles, was man dazu braucht und man hat sich selber ja auch. Und man trainiert ja eh, man kennt sich, man freut sich aufeinander. Und ich denke, wenn die HSG, die erste Mannschaft, die Jungs, die hier trainieren, auch die zweite Mannschaft, die jetzt in der dritten Liga ist, ja, hervorragend, beeindruckend, dass sie das geschafft haben, wenn die sich körperlich fit halten und überhaupt in der Psyche auch stabil sind. Und dazu gehört die körperliche Fitness, weil wenn ich einen Schmerz habe, habe ich einen Schmerz, dann bin ich auch nicht im Kopf stabil. Ich glaube, wenn sie sich damit gut positionieren, dann schaffen sie den Klassenhalt auf jeden Fall. Also größere Sprünge würde ich jetzt, glaube ich, nicht erwarten. Aber ich denke, ein guter Klassenerhalt mit guten Spielen, mit kämpferischen Spielen, und das ist man von der HSG gewohnt, kämpfen können sie. Sie sind gut im Sprint, sie sind gut im Angriffsspiel aus dem Konter. Wenn sie das verinnerlichen und auch wieder bringen, dann sind die auf jeden Fall in der Lage, da zu bleiben. Ja. Also, dann bedanke ich mich. Wir sind als HSG sehr glücklich, sehr dankbar, dass wir diese Voraussetzung haben, zusammenarbeiten können. Deswegen an dieser Stelle ein großer Dank und natürlich an alle Fans die Einladung. Ihr könnt hier gerne mal vorbeischauen. Optimale Bedingungen für Zweitligaspieler, also sicher auch für euch.